Hallo und herzlich willkommen auf Lyrader.de. Wir hatten im vergangenen Video geschaut, welche Probleme das heutige Rentensystem aufwirft und sind dann dazu gekommen, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner bezahlen müssen. Das heißt, dass die Kosten unserer Rentenversicherung immer weiter nach oben gehen, wenn die Einnahmen, ja, die durch Rentenversicherungsbeiträge entstehen, immer weiter zurückbleiben. Das heißt, der Staat hat hier ein Defizit, ja, das er irgendwie schließen muss. Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Es bleibt zum einen die Möglichkeit, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Das ist ein Schritt, den der Staat schon bereits gegangen ist. Ja, in Zukunft wird man nicht mehr mit 65, sondern mit 67 in Rente gehen. Ja, was bewirkt das? Das heißt, dass es weniger Leute gibt, deren Rente gezahlt werden muss, weil in den Jahren zwischen 65 und 67 weitergearbeitet wird. Das heißt, die Einnahmen werden dann in diesem Fall günstiger im Verhältnis zu den Kosten, weil die Kosten sinken. Weniger Rentner, das heißt auch weniger Kosten. Nun, welches Problem hätte es nun? Wenn wir uns schauen, wir haben ja gesehen, bei dem demografischen Wandel 2050 hat sich die Zahl der Rentner annähernd verdoppelt. Das heißt, es wird eine drastische Erhöhung des Renteneintrittsalters notwendig sein, um die Kosten so zu lassen, wie sie heute sind. Das heißt, wir werden möglicherweise dann bis 70 oder bis 72 arbeiten müssen. Ja, was ist hierbei die Gefahr oder der Nachteil? Das ist logisch. Über 70 arbeiten, das geht vielleicht in manchen Büroarbeiten, aber auch da ist es schwierig. Und ganz schwierig ist es dann natürlich in den Arbeiten, wo körperliche Tätigkeiten erforderlich sind. Da ist es kaum möglich, dass überhaupt bis in dieses Alter gearbeitet werden kann. Das heißt, es geht schlicht gar nicht, in manchen Bereichen in dieses Alter vorzudringen. Das wäre dann eine Benachteiligung über denjenigen, die dann auch tatsächlich bis 70 oder bis 72 arbeiten müssen. Nun, was wäre noch möglich, anstatt das Renteneintrittsalter zu erhöhen? Das wäre einfach, dass man die Rente kürzt. Das heißt, man kürzt hier die Rente, das heißt, es senken die Kosten. Nun, wir haben ja im letzten Video gesehen, dass die Rente im Schnitt heute bei Männern bei 1000 Euro, bei Frauen bei 600 Euro liegt. Wenn man sich überlegt, das jetzt noch weiter zu kürzen. Wir haben ja beim Video über Hartz IV gesehen, Arbeitslosengeld 2 und Wohngeld zusammen, da sind wir schon bei einem Niveau, das etwas über diesen 600 Euro liegt. Das heißt, wenn wir das jetzt hier noch kürzen, steht am Ende dann ein Betrag da, mit dem es sich nur sehr, sehr schwer leben lässt, weil das Niveau heute schon sehr, sehr gering ist. Also die Gefahr, dass eben die Renten unter das Existenzminimum fallen. Und dann ist natürlich die Frage, Altersarmut, ist es für jemanden, der sein Leben lang gearbeitet hat, gerecht? Ist es menschenwürdig? Dann für Beträge, die vielleicht dann hier bei 500 Euro liegen oder bei Männern für 800 Euro, das ist menschenwürdig, dann im Alter von diesen Beträgen zu leben. Nun haben wir zwei Möglichkeiten gesehen, wie wir das System reformieren können. Es gibt noch zwei weitere, die ich euch im kommenden Video zeigen werde. Dankeschön.